Hallo und herzlich willkommen zum ersten richtigen Tag unserer Sommertour. Ich kann doch nicht so die Begrüße machen. Hallo und herzlich willkommen auf German Coaster Fan und willkommen zum ersten richtigen Tag unserer Sommertour. Gestern war ja nur so Ganger Grimmes und der Count in Herne. Heute beginnt es erst richtig mit, gut, wir sind heute eben noch Holland rübergefahren, mit Hoge Bökel. Ich war tatsächlich schon mal hier vor einem Jahr? Einem Jahr. Ja. Mit Leon auf unserer Holland-Tour. Da gibt es tatsächlich keinen Vlog. Aber da war der Butterfly hier, das war das Schild hier im Butterfly, war ja auch geschlossen. Der hatte zu. Deswegen sind wir jetzt nochmal hier und versuchen heute nochmal unser Glück. Ist eigentlich nur so ein Restaurant hier mit einem großen Spielplatz hin, das zeige ich euch gleich. Hier ist auch noch Minigolf und so, aber seht ihr gleich alles. So, wir sind jetzt drin, hier ist schon ein Spielplatz und so. Butterfly hat noch zu, aber der macht das Ding jetzt auch auf. Übrigens, den Park gibt es schon seit den 1930er Jahren tatsächlich. Das ist auch crazy. Und den Butterfly hier seit den 90ern schon. Und auch hier, genauso wie in Herne, ne? Irgendwie alles von Sunkit, dem Butterfly, Erdheim-Schaukel, Luna Loop, Nautic Jet, also alles. Wie immer. Ja, sonst ist eigentlich halt wirklich nur das Restaurant vorne, hier mit großem Spielplatz und so. Aber für Kinder bestimmt echt lustig. Naja, wir warten jetzt auch mal, dass einer kommt. Wir müssen auch fahren können, weil das ist nicht der einzige Stopp heute. Was hattest du vor? Nix. Nix? Nix. Gar nichts. Dankeschön. Toll. Mein Nacken. Oh, oh, guck mit Baum. Ab in den Baum rein. Hallo? Bekloppt. Der Typ, der hat richtig gefeiert. Und hat uns erstmal auch noch eine zweite Runde fahren lassen. Ich meine so, ja, reicht jetzt. Ach komm, eine geht noch. Hat er doch mal das Ding hinzugemacht. Sie müssen Rutschenparadies hier. Komplett. Also Leon, wir müssen auf jeden Fall nochmal hier hin. Weiß ich auch nicht, wie wir es damals nicht gemacht haben. Und was ist das hier bitte? Naja, dann fahren wir mal weiter. War auf jeden Fall sehr lustig. Und ein sehr sympathischer Park irgendwie. Aber natürlich jetzt auch nichts Tolles hier, ne? Was auch bekloppt war, wieder das Ding angemacht. Das war ja noch sowieso voll geschlossen, als wir da waren. Da kam der Typ hin. Hat halt vorne dieses Häuschen auch, also dieses Ding aufgemacht, wo du ja normalerweise auch den Euro reinzahlst. Musst du tatsächlich hier gar nicht. Du drückst nur den Knopf und dann fährt das Ding auch, ohne dass du was einwirfst. Und dann macht er das auf, drückt da irgendwas und schiebt dann oben über dem Tor so einen Schraubenzieher rein in so ein Loch und zack geht das Ding auf. Also bekloppt. Aber ich sag mal, das Ding ist aus den 90ern. Und jetzt fahren wir noch weiter in den Ort, wo ich auch schon war. Aber mehr haben wir noch nicht. So, der Warbeck. War ich ja schon hier, haben die, ist jetzt die älteste Achterbahn der Welt, die älteste Stahlachterbahn? Ich glaube schon. Also Europas auf jeden Fall. Sie haben dieses Ding in Spanien da. Muss jetzt die Frage, ob man das noch mitzählt, weil es ja ein bisschen, na, schreibt auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Ja, wie gesagt, ich war schon hier, einen Blog gab es noch nicht damals, deswegen zeig ich euch jetzt alles. Was? Continue. Ja, vielen Dank für die Einladung vom The Warbeck Team, sehr, sehr cool. Was ein bisschen crazy ist, wir müssen jetzt einmal hier durch. Sieht so ein bisschen Lost Place-like aus. Aber doch, ich finde den Park schon immer ganz lustig. Und es ist vor allem ein All-You-Can-Eat-Park. Das heißt, wir können heute hier fressen, trinken, so viel wir wollen. Der zittert ein bisschen, der Arm, dem ist kalt. Ja, hinten die, wie heißt das Ding jetzt eigentlich? Rodelbahn? Achterbahn? Was auch immer. Ist aktuell noch ein bisschen voll. Deswegen gucken wir gleich mal. Hier Karussell und alles. Guckt am besten auch den Vlog von Leon, der doch noch ein bisschen mehr auf alles eingegangen, weil je nachdem fahren wir gleich auch noch weiter. Deswegen gucken wir jetzt erstmal bei dem SBF Visa Coaster hier hinten. Und einen Dark Ride gibt es ja auch, der auch ganz nett eigentlich ist. So, dann sind wir jetzt hier auch bei dem kleinen SBF Visa Coaster, der früher im Pannekuckenhaus, glaube ich, stand. Ich da aber nicht gefahren bin. Aber jemand braucht ja hier heute alles. Und Review? Dinos. Ja, ist doch und Musik. Ja. Aber sonst. Das Kind ist ganz schön hin und her geschlagen, hab ich gesehen. Doch, und wir gucken jetzt beim Haunted House Grüße Bälle. Genau. Und wir überrennen noch ein paar Kinder auf dem Weg. Und da vorne ist ein Huligulli und ein Hochseeturm. Ich hab's anders überlegt.
should feel the importance. Das war der Dark Ride. Wie fanden wir den Dark Ride? Ganz schön dunkel. Ja, das ist sehr viel mit Schwarzlicht. Man sitzt echt ungemütlich da drin. Ich glaube, es ist auch SBF Visa, das Ding. Die Story habe ich nicht so ganz gecheckt. Also es ist irgendwie so eine Maschine von diesen Postboten, die wir testen. Aber ich verstehe nicht, was es dann mit dem Theming im Ride zu tun hat, weil da sind auch irgendwie Monster und ein bisschen Westernstadt oder so. Ich weiß nicht. Ihr wisst das natürlich alle. Schreibt ja in die Kommentare, wie kann er so dumm sein? Und so. Ja. Hier haben wir noch den Uli Gulli, hier noch die Whip, hier sind wir auch gefangen, wie gesagt, den Bock von Leon. Ach ja, jetzt muss ja jemand aufs Klöchen. Da vorne. Sehr gut. Und wenn ich da runterfalle, bin ich so. Was ist passiert? Nach dem, wo es runtergeht, nach dem Drop, da. Ja? Da bin ich, da ist ja die Rechtskurve, muss ich gerade kurz überlegen, da bin ich volle Kanne in der ersten Runde links mit meinem Schienbein volle Kanne gegen die Stufe geknallt. Und dann wollte ich in der zweiten Runde das halt so abhalten und habe meinen Zeigefinger eingeklemmt. Oh Gott. Bein und der Stufe. Tut's voll weh. Also optisch einer der schlechtesten. Fahrtechnisch war es echt okay, ist fand ich. Leise. Der fährt. Du hörst ja nichts von dem. Ich glaube, das ist einer von Güven. Das ist aus Türkei, und so ein Hersteller. Aus der Türkei? Aus Türkei. Ich bin doch kein Talahorn. da fahren wir noch einen auf der Tour. Spoiler. Der soll auch so leise sein. Wie heißt das Ding mittlerweile? Weiß nicht. Wahrscheinlich irgendwie was mit Safari oder so. Naja, auf jeden Fall stehen wir jetzt bei diesem alten Ding. 1936 oder so? Auf jeden Fall. Rodelbahn. Anscheinend. Aber steht auch irgendwie an verschiedenen Orten was anderes. Wieso sitzen da jetzt so drei Leute drin? Da hast du den dicke Queue. Ab da vorne sind es 15 Minuten. Deswegen schauen wir jetzt mal. Aber sonst haben wir alles. Mehr brauchen wir jetzt auch nicht. Lass mal den Riesenlüftel hoch. So, jetzt sind wir Dingen hier gefahren, 10, 15 Minuten gewartet, fährt sich, also für das, Alter, das Ding ist fast 100 Jahre alt, die Bahn, so smooth, also, da gibt es neue Achterbahnen, die sich schlechter fahren, Taron fährt sich zum Beispiel schlechter an der einen Stelle, aber sonst echt lustig, da fahrtechnisch jetzt nichts mega Aufregendes, aber gerade für das Alter und weil es echt was Besonderes ist, wirklich eine richtig coole Sache. Und wenn das irgendwann abgerissen wird, wäre das schon ein bisschen schade. Vor allem für alle, die es noch nicht gefahren sind. Also, kommt hier hin, fahrt es. Und ihr könnt euch auch kostenlos den ganzen Tag hier durchfressen. Das zeigen wir euch jetzt. Was? Beides sausüß. So, da seht ihr auch das Snack-Angebot hier. Toll, ne? Für alle was dabei. Und davon könnt ihr so viel fressen, bis ihr kotzen müsst. So, den wir jetzt auch noch gegessen haben. Verlassen wir den Park jetzt auch wieder. Man hätte noch so die zwei, drei Flatrides mitnehmen können, aber sonst ist jetzt tatsächlich an Attraktionen nicht so viel hier. Aber für Familien super, weil Kinder können sich den ganzen Tag hier durchfressen, was ja super ist dann. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall schon, hier hinzukommen. Ein Stopp wartet jetzt noch auf euch. Kommt wahrscheinlich dann in einen separaten Vlog.
denke ich mal, weil das sonst ein bisschen lang wird mit drei Parks in einem Video. Deswegen, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt eure Meinung zu Warbeck und Hogelbökel in die Kommentare. Wir sehen uns dann jetzt, also ihr seht mich im nächsten Vlog. Ich mache gleich weiter. Whatever, vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann. Tschüss.